Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pharao A New Era. Wir waren beim letzten Mal erfolgreich in Abu unterwegs. Hier oben steht es nochmal, ne? Und die nachfolgende Geschichte führt uns nach Sakaara. Okay, ist auch die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ich würde sagen, wir starten. Wir gucken mal, was haben wir denn hier? Die erste Pyramide. Ja, geil! Pyramiden bauen! Sehr großes Gebiet. Ehre. Wir brauchen 3500 Leute, wir brauchen einen Wohlstand von 15, wir brauchen eine Königreichwertung von 50 und wir brauchen Monumentwertung 13. Monument, eine mittlere Stufenpyramide. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird cool. Ey, wir können endlich Pyramiden bauen. Ehre. Weil so eine Mastaba war ja so, naja. Die Thronbesteigung von Pharao Djoser hat eine neue Ära der Weisheit, Gelehrsamkeit und Kunst eingeleitet. Ein königlicher Friedhof soll in Sakaara eingerichtet werden und als letzte Ruhestätte für Adelige wie Hesire und Chabausokar, die Vertrauten und Höflinge des Pharao, dienen. An diesem Ort soll auch ein Monument entstehen, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Jawohl. Ich, Imhotep, königlicher Vezier des Pharao, habe eine neue Form eines heiligen Grabmals für den Pharao entworfen. Im Gegensatz zu den niedrigen Ziegelmastabas einstiger Pharaonen soll dieses Grabmal in den Himmel ragen, als bestünde es aus mehreren Mastabas übereinander. Geil. Des Weiteren soll diese Stufenpyramide vollständig aus Stein bestehen, damit ihr der Lauf der Zeiten nichts anhaben kann. Tief im Inneren der Pyramide soll ein Sarkophag aus reinem Granit den Körper des Pharao in seiner ewigen Ruhe schützen. Wie viel Recht er damit Priester einfach mal hat. Der Nekropole von Abjidu haben die Kunst perfektioniert, die Toten mit Hilfe von Leinen einzubalsamieren, sodass allen Ägyptern nun das Tor zum ewigen Leben offen steht. Unser Handelsposten in der Oase Selime blüht und gedeiht weiterhin. Von dort aus können sie Ebenholz aus Afrika importieren. Aha. Der Pharao hat ihnen für dieses Projekt einen großzügigen finanziellen Vorschuss gegeben. Enttäuschen Sie ihn nicht. Nö, machen wir nicht. Die Mission ist verloren, wenn die Schulden auf minus 5000 Deben ansteigen. Passen Sie sich also gut auf Ihre Stadtkasse auf. Na klar, Abfahrt. So, was haben wir hier? Weidelandwirtschaft und Bewässerung. Ey, ich glaube, so weit war ich selber auch noch nicht gewesen. Ich habe ja mal irgendwann mal ein bisschen vor euch gespielt, aber das ist Neuland, Leute. Jetzt erkunden wir wieder gemeinsam das Spiel. Da bin ich mal gespannt. So. Einige Flächen sind fruchtbar genug für die Landwirtschaft. Auch wenn sie nicht im Überschwemmungsgebiet liegen, solche Wiesen... Was? Doch, Wiesenflächen. Erkennt man an bunten Pflanzenwuchs. Okay, wenn hier die Blümchen wachsen, dann ist da Potenzial für eine Ackerbauwirtschaft möglich. Okay, einige Farmen, die auf einer Wiese liegen, können mehr als eine Ernte pro Jahr einfahren. Alter, wie geil! Auch wenn der Ertrag meist etwas geringer ist als der einer Farm im Überschwemmungsgebiet. Okay, also ist zwar weniger, dafür zweimal im Jahr. Okay, kann ich verstehen. Setzt die Bewässerung ein, um die Fruchtbarkeit vom Ackerland zu erhöhen. Bewässerungsgräben im Überschwemmungsgebiet können direkt mit dem Nil verbunden werden. Aber sie brauchen einen Wasserheber, um das Wasser auf das trockene Land zu befördern. Das macht ja Sinn. Wasserheber können am Rand des Überschwemmungsgebiets oder an Ufer gebaut werden, wo sie das Wasser direkt vom Fluss auf das trockene Land heben können. Schließen Sie einen Bewässerungsgraben an der Rückseite des Wasserhebers an, um Bewässerungswasser, okay, das heißt ja Bewässerungswasser, zu den Farmen im Landesinneren zu bringen. Okay, so, Grabbeigaben. Meistens reicht der Bau eines Monuments nicht aus. Pharaonen erheben generell Anspruch darauf, wichtige Ressourcen nach ihrem Ableben mit sich zu nehmen. In Sakaara werden sie, genau wie in vielen nachfolgenden Missionen, Grabbeigaben überbringen. Okay. Um zu gewinnen. Suchen Sie einfach Ihren Ausheber der Monumente. Klicken Sie benötigte Ressourcen an. Sobald Sie genügt von Ihnen lagern, auf diese Weise können die da manchmal eine Ressourcen nur durch Handel erhältlich. Also sorgen Sie dafür, dass Ihre Wirtschaft stark genug ist, um alles zu kaufen. Okay. So. Oh, wir haben kein... Alter, guck mal, die Map.
Oh, wenn wir rüber, Alter. Ich habe gerade Befürchtung, dass wir hier sehr, sehr viel groß und richtig heftig, kräftig bauen dürfen. Haben wir hier Goldminen? Warte mal, wir müssen mal kurz hier die Lage abchecken. Wir haben hier nur Stein. Da oben ist Gold! Warte mal, können wir nur... Oh, Gott sei Dank. So, Überschwemmung? Haben wir Überschwemmung? Gleichbleibend... Hier sind Strauße. Wir können Strauße wegklatschen, okay. Aber wir haben auf jeden Fall Gold. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Da können wir auf jeden Fall erstmal an Kohle ran. Was ist das hier? Hallo, eine Hyäne. Hyänen entfernen sich nicht sonderlich weit von ihrem Bau. Es sei denn, sie haben einen guten Grund dafür. Wie zum Beispiel einen verwirrten Wanderer zu fressen. Kann man hier irgendwo den Bau von den Viechern sehen? Nee, okay. Egal. So, mach mal Pause. Hier oben haben wir Gold. Wir sollten... Ja, weiß ich nicht, wo wollen wir siedeln? Also hier können wir quasi Ackerbau betreiben, ne? Hier, wo die Blümchen blühen. Und hier drüben ebenfalls. Also hier drüben, ne? Ganz rechts. Hier können wir auch noch... Ist hier noch... Jo, hier ist auch noch Gold. Jawohl, wie geil. Voll versteckt. Aber machbar. Okay. Ja, wo wollen wir anfangen mit Wohnhäuser ausweisen? Hier unten da, wo Wasser ist. Ja, machen wir mal da. So, was? Arbeiterlager, mittlere Stufenpyramide. Ui. Okay. Naja, wir wissen wir schon mal ungefähr Bescheid. Wir brauchen erstmal hier Typen, die hier wohnen tun. Wollen wir mal doppelt ausweisen? Ich glaube, der war zu viel, oder? Bin mir da immer nicht so sicher, gerade zum Anfang. Ich glaube, das sollte nicht allzu groß sein. Hallo? Achso, wir haben ja noch Pause. Ja, kann verstehen. Warte mal, wir machen mal hier auf normal. So, dann richtig wichtig, erstmal Wasser. Ich würde jetzt 2 Zisternen bauen. Und einen Bazar. Einen nach da und einen nach da. Des Weiteren brauchen wir für die Nahrung... Oh, wir können Handelsstock bauen, geil. Was haben wir denn hier? Granatapfelfarm. Was ist das hier? Bewässerungsgraben. Das ist der Wasserheber. Okay. Wollen wir das mal gleich irgendwie bauen? Ich bin mir da gerade noch nicht so sicher. Wir können ja aber erstmal ein paar Strauße klatschen. Da kommen sie alle an, die Eiert. Machen wir hier einen Jagdhof, ne? Machen wir 3. 1, 2, 3. Und ein Silo dafür. So, da können die erstmal klatschen gehen. Pass auf, dann... Wir müssen... Oh, wir haben gutes Geld. Wir haben sehr, sehr gutes Geld. Aber wie sagt er, das ist doch recht schnell leer, wenn wir da nicht aufpassen. So, dann machen wir erstmal Feuerwehr. Guck mal, wir haben kein Militär. Also wir brauchen hier keine Angst haben vor irgendwelchen Dingen. Die werden hier wahrscheinlich nicht passieren. Das ist gut. Dann machen wir das nach hier. Und 100 Leute im Dorf. Nein, das hat doppelt gebaut. So, Polizei. Ah, ein Einbalsamierer. Okay. Polizei haben wir hier nicht. Dann brauchen wir... Ja. Ach, warte mal, was ist denn das hier? Eine Apotheke. Zahnarzt haben wir. Apotheke brauchen wir hier drüben dann nochmal. Und einen Arzt auf beiden Seiten. Okay. Dann klöppeln wir hier nochmal einen Weg rum. So. Und so. Ja, nun. Wir müssen an Geld rankommen. Geht sofort los. Ich würde erstmal hier ein Fest... Oh, oh, das wollte ich nicht bauen. Entschuldigung. So, warte mal. Wir brauchen erstmal hier so ein Festplatz. So. So. Okay, wie viele Götter haben wir? Ach du Schande. Na los. Wir müssen doch Tempel bauen. Oh Gott. Wir müssen so viel machen. Aber wir machen erstmal hier Fleisch. Fleisch, Grundnahrungsmittel, alles klar. Haut ihr schon wieder ab hier, oder was? Ich bin neu hier. Mal sehen, was die Stadt jemandem wie mir bieten kann. Ey Typ, du bist an der Stadt vorbeigelaufen. Das reicht dir aber nicht. Da, der Dorfpalast. Den würde ich gerne nach darstellen.
Dann würde ich erstmal ein paar Goldminen platzieren. So viel wie geht. Ihr seht nicht da nicht, ne? Dann machen wir hier. So, dann könnt ihr da erstmal ordentlich Gold rauspopeln. Warte mal. Okay, Edelsteine nicht, dann reinet. Warte mal, Kupfer auch nicht? Nee, dann reinet Gold. Dann würde ich hier schon mal loslegen, oder? Die sind aber sehr teuer, die alten. Okay, das war's denn schon. Ist nicht schlimm. Wandern die hier wieder raus? Die sind ja doof. So, dann würde ich hier oben Einsturzgefahr minimieren, eine Feuerwehr, da und so. Und zwei Arbeiterlager eventuell, okay. Wir brauchen sehr viel mehr Arbeiter, aber es kommt schon mal Gold. Das ist gut. So, wir müssen die Götter frönen. Tote, bringt die Toten raus, bringt die Toten raus. Was ist denn hier los? Ha, okay. Bastet. Bastet kriegt einen Tempel. Dann Ptah kriegt einen Tempel. So, und dann haben wir noch Reh. Reh kriegt einen Tempel. So, dann haben wir erstmal alle Gottheiten soweit. Und die Kohle haut ab, ne? Oh, oh. Kommt denn schon Gold an die Eier? Ja, oh. Der Reichtum rollt. So, Essen ist auf jeden Fall in der Mache. Reicht das oder ist das zu wenig? Es kommen Leute, das ist schon mal okay. Boah, warte mal, was haben wir hier handeltechnisch? Sakara. So, wir sind hier, kauft alles. Ziegel, Ton, Papyrus, da, da, da. Ich würde die Handelsrouten erst ein... Ach du Schande, wir haben auch viel, wa? Wollen wir die Kohle dafür schon rausballern oder wollen wir noch warten? Bin mir gerade nicht so sicher. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben richtig rumgeaßt gerade mit der Kohle. Haben wir zu wenig Nahrungsmittel, sag mal? Wir brauchen 110 zusätzliche Leute. So, die Überschwemmung ist da. Wir haben nämlich die Götter... Fröhliche stimmt mit unseren Schreinen und Tempeln. Und da rollt Gold. Würde den Weg hier verfeinern, erweitern. Und hier eventuell einen Garten und da einen Garten. Für die Schönheit der Wohnsiedlung. So, dann brauchen wir für die Zufriedenheit von den Leuten sowas. Und hier mal immer kompletten Weg rum. Und dann nochmal sowas. Und sowas. Erstmal, ne, zum Anfang. So, da haben sie das erste Gold abgeladen und wir haben schon mal Kohle in der Kasse. Geil. Wir haben hier hinten auch nochmal Gold gehabt. Warte mal, wo waren das? Hier unten. Hier könnten wir auch noch ein paar Goldminen bauen. Hier am Rand. Was sind das hier? Ich will mal gucken, ob das geht. Gold? Nee, hier geht nicht. Aber hier geht. Eins, zwei, 3, 4, 5. 5 Stück könnten wir hier nochmal bauen. Dann würden wir da nochmal an Gold kommen. Wäre eigentlich an sich nicht verkehrt. Okay. Wir haben einen einfachen Steinbruch. Okay. Ja, wir müssen Granatapfelfarm bauen. Wie läuft denn die mit dem Wasserheber? Wenn wir den da platzieren und hier so ein Wassergraben langziehen. So. Oh, hier muss ein Weg ran. Okay. Wir müssen testen. Ich kann euch das auch nicht sagen, wie das funktioniert. Werden wir rauskriegen. So, im weiteren Spielverlauf. So. Ich glaube, ein Arbeiterlager wäre hier unten nicht verkehrt. Und ein Architektbüro und eine Feuerwehr. So, dann haben wir schon mal die Grundlagen. Können wir mit dem Weg rüber? Nee, wir können außen rum. Das ist jetzt echt blöd.
Okay, na, wir probieren mal. Eine Granatapfelfarm. So, dann machen wir den Weg hier hinten rum. So. Und ich glaube, Granatäpfel kommen ins Silo, oder? Ich würde mal zwei Silos stellen. Oh Gott, die Kohle. Und vielleicht hier nochmal eine Feuerwehr und so ein Ding. Ist das okay? Ich glaube ja. So, wir haben Basare. Wir müssen fest abhalten. Sonst werden sie bockig. Haben wir für Bastet? Haben wir schon die Macht? Ne, dann machen wir es für Pta. So. Okay. Ich habe gehört, dass ihr jede Arbeit finden kann, der Arbeit sucht. Ja, Leute, wo wollt ihr hin? Ihr seid vorbeigefahren. Zurückkommen, umdrehen. So, aber die Goldkutscher sind auf jeden Fall voll am Start. Das ist sehr, sehr gut. Was ist das denn? Achso, Tempelkomplex. Na logisch, den bauen wir jetzt erstmal nicht. Wir könnten für das Wohlbefinden der Leute sorgen. Jo, guck mal, hier wird schon gezüchtet. Der ist ja lustig hier. Captain Wasserheber. Der macht ja einen coolen Job. Der kippt das in die Bewässerungsgräben. Zeig mal. Jo, der macht ja den euren Graben voll. Kann man das so schön ringsrum bauen? Wäre lustig. Jetzt ist die Frage, kann ich brennen, kann ich einstürzen? Wie weit hat das Einfluss? Arbeitskräfte benötigt. Leute reisen ein. Das ist schon mal sehr gut. Brauchen wir noch mehr Wohnhäuser? Alter, 150 Leute brauchen wir noch. Ah, ich glaube, wir müssen noch mehr Wohnraum ausweisen. Kann das sein? Ich möchte mich da jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit ihnen mal. Eigentlich perfekt wäre hier zum Beispiel. Hier hätten sie ja fast alles. So, ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. So. Ja, pass auf. Dann machen wir hier nochmal einen Weg rein. Dann können wir hier nämlich so ein Ding stellen. Da freuen die sich doch wieder hochgradig drüber. Und dann machen wir hier noch das. Und dann wollen die hier noch so ein anderes Musikpavillon haben, oder wie das heißt. So ein Ding. Na? Genau, und dann gibt es hier noch eine Musikschule. Passt die da? Die passt da wunderbar. Und dann hier noch eine Tänzerschule. Krass. Und dann ist die Map schon wieder fast voll. Okay. Bazar. Einen Bazar. Da. Oh Gott, das Geld! Ah! Schleppt mehr Gold heran. Wir haben kein funktionierendes Stock. Wollen die handeln schon? Warte, dann kriegen wir hin. So, jetzt aber. Okay. So, da rollen die Leute ran. Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal Versorgung. Einen Arzt. Und, nein. Ja, ja. 1000 Menschen. Eine Apotheke, Zahnarztpraxis, da ist Ruhe. So, dass nicht einstürzt, dass nicht brennt und dass hier keiner klaut. So. Und ein Garten. Dann klöppeln wir hier eine Straße rum. So. Und dann machen wir draus, Leute. Ah, warte mal. Oh, vielleicht brauchen wir noch eine Zisterne, dass die mehr Wasserschlepper haben hier. So. Wir wollen ja alle was trinken, ist ja richtig wichtig. Mal gucken. So, fest. Du, dann haben alle immer ihren Fett wegbekommen hier, oder? Ist die Flut eigentlich wichtig? Nee, wir haben ja keine. Wir sind ja nicht im Überschwemmungsgebiet hier. Diese Körbe sind viel zu schwer für jemanden wie mich. Dann geh trainieren und mach dir Muckis ran. Hallo. Ich habe nicht mal genug Nahrung, um Reh und mich selbst zu versorgen. Hallo? Oh, dann brauchen wir vielleicht noch mehr Jagdhöfe. Das kann ich machen. Kein Problem. Dann bauen wir noch ein Silo. Dann könnt ihr das richtig schön voll stoppen. Ja, jetzt haben wir Schulden. Ah, jetzt haben wir 5000. Alter. Naja, ist nicht schlimm. Ein Granatapfelfarm. Warte mal, wollen wir davon noch mehr machen? Was haben wir noch? Wir haben nur Granatapfel und Wildfleisch. Das ist jetzt nicht so cool. Ich hoffe, der Wassergraben hilft da auch.
Haben wir hier irgendwelche Einflüsse? Produktion, ne? Ja, hier arbeiten noch nicht mal alle, ne? Also Arbeitskräfte brauchen wir ordentlich. Immer reist rein, Leute. Es gibt Arbeit. Arbeit für alle. Okay. Ja, wir müssen gucken, dass wir mit dem Gold klarkommen wollen. Hallo? Ich habe gehört, dass ihr jede Arbeit finden kann, der Arbeit sucht. Um Himmels Willen, wo rennt ihr hin? Müssen wir hier so ein Ding bauen? Vielleicht? Ja, bis dahin und nicht weiter? Die hauen halt wieder ab, die sind halt doof. Warte mal, hier oben sind auch Strauße. Warte. Ein Arbeiterlager? Das kann hier unten eigentlich auch nicht schaden, glaube ich. Geht mal weg da. So, dann gibt es hier auch nochmal ein paar Silos. Okay. Vielleicht ein Weg hier rüber schon mal. So, jetzt wird ja aber richtig... Alter, die Strauße, die werden hier weggemacht. Dann machen wir das nach da. So. Mal hier, der Straußenfight. Die werden alle weggenascht. Zack, zack. Da kommen die alle raus. Hier ist jetzt Straußennest. Hier spawnen die. Guckt, der nächste. So, drei Straußenhöfe und dann haben wir hier Lager für Fleisch. Dementsprechend sollte hier noch zu essen da sein, oder? So. Arbeitskräfte benötigt. Okay. Aber die, hier ist noch Platz, oder? Platz für 0 Bewohner. Brauchen wir noch mehr? 160 Leute noch dazu. Ich hoffe, wir können die alle versorgen. Wenn wir jetzt hier noch mehr hinstellen. Ich will die Stadt jetzt nicht explosiv groß bauen mit immer. Sagte er und machte den nächsten Stadtteil. So, Vorteil, die haben ja alles. Da ist der Bazar, hier sind so Arzt-Dingsbums, Tüdelüt, alles am Start. Okay. Gold rollt. Gold. Gold rollt. Jo, Gold kommt, okay. Wollen wir die anderen Gold-Dinger hier auch noch anzapfen? Könnte eigentlich nicht schaden, oder? Ja, lass mal machen. Dann können wir auch noch Gold ranschürfen, ranschleppen. Was hatte ich gesagt? 6 hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ey! Wieso geht das nicht mehr? Oh, Mano! Oh, warte mal, die Ehen haben wir eingebaut, da kommen wir nicht ran. Nein! Okay, dann geht dahinter. Das sind 4, ist okay. Die Mucke mit dieser alten Quake. Ey, ich baue hier gerade, hör mal auf damit. So, ein Arbeiterlager, glaube ich, wäre nicht schlecht. Und einmal Feuerwehr und ein Sturzifar. Wie heißt das? Sag doch mal schnell. Wenn man da. Na. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn man dem entgegenwirkt. Oder vorbeugt. Oh, da. So. Ja. Prävention, jetzt habe ich's. Okay. Guck mal, Fleisch kommt. Jetzt kann die Kinder mehr meckern. Wir haben nichts zu essen. Ist sie noch da? Ja? Und vor allem Gold kommt, das ist richtig wichtig. Geld, Geld, Geld. Moneten! Okay, was haben wir noch? 139 zusätzliche Arbeiter. Warte mal, was hat er denn? Ich kann einfach keine Wohnung finden. Hör auf zu spinnen. Dang, dang, da werden die alle niedergestreckt, die Straußense. So, wir machen doch mal einen fetten Wohnkomplex. Wir müssen halt auf Geld gucken, ist schwierig. Wir brauchen halt hier wieder komplette Infrastruktur. Hier wieder ein Bazar. Ich brauche hier auch nochmal ein Bazar. So. Arzt ist echt teuer, ne? Was kostet das? Ein Fuffi. Nee, lass mal bauen. Dann machen wir das noch.
vergessen. Warte mal, lass mal hier so einen persönlichen Wohnsitz bauen. Der passt hier noch hin. Ein Steuerbüro wäre nicht schlecht. Was ist das hier? Ein Gericht. Wo nicht schlecht. So. Warte mal, eine Brücke. Eine Brücke. Ja. Nimm alles. Eine Brücke. Kann man hier eine Brücke bauen? Nee, geht hier nicht. Schade, über den Kanal kann man keine Brücke bauen. Schade. Okay. Da ist kein Weg dran. Das sehe ich wohl auch, ja. So. Haben wir hier jetzt was vergessen? Wir hier. Ah nee, das ist kein Freiraum. Okay, ich dachte schon. Ein Jatten. Müssen wir hier nochmal Tempel bauen? Wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Aber ist halt. Oha. Die Löhne sinken. O königliche Richter, hochnäsig. Die Löhne der Arbeiter wurden im gesamten Königreich gesenkt, das einige aufregt, andere aber auch erfreut. Es scheint, dass die Leute überall für weniger Geld arbeiten. Ist egal, lass die mal bei ihrer Kohle. Ja, die müssen ordentlich in Lohn und Brot stehen, sonst sind sie unglücklich und unglückliche Bürger sind keine guten Bürger. Ja, so Ptah, der ist schon wieder bockig, war, dann kriegt er noch ein Fest. So, und okay, die Kohle ist wieder alle. Oh, oh. Ah, Leute, ich hab da leichte Bedenken. Ja. Warte mal. Das machen wir so. Dann machen wir das weg. Und dann stellen wir das nach da. Dann ist es wunderbar. Von der ihm entgegengebrachten Ehrfurcht angetan, verbessert Reh etwas ihren Ruf im Königreich. Geil. So. Okay. Ja, mit dem Geld ist halt knappig. 2000... Was? Warte mal, Handel. Wir können exportieren. Alles über 500 kann raus. Wir haben Granatäppel. Und sonst stellen wir noch nicht weiter her, oder? Warte mal, wir können Export. Papyrus machen wir noch nicht. Holz machen wir noch nicht. Leinen machen wir nicht. Ja... warte mal, können wir eine Tongrube bauen? Ziegelei. Wir müssen Ton wieder importieren. Das ist doch Käse. Warte mal, was macht denn er hier? Stein. Können wir Stein schon mal exportieren? Zeig mal her. Einfacher Steinimport. Schön. Na. Halt, stopp. Was können wir herstellen? Wir können herstellen. Juwelier, wir haben nur Gold und Steinbruch. Boah. Boah, wir müssen so viel importieren, Leute. Wir müssen so unfassbar viele Waren importieren. Ich meine, den Leuten geht's gut hier. Guck mal, ja. Die haben schon krasse Hütten am Start. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir mal so ein Ding bauen? Einfach so, weil wir was können, weil es geil aussieht. So. Hier vielleicht auch so ein Ding stellen. Rotation und hinstellen. So. Hier hinten vielleicht sowas. Zeig mal her. So, dann können wir hier einen Weg durchschlängeln. Haha. Und dann machen wir da Gärten rein. Zack, zack. Und zack, zack. So, siehst du wohl. Perfekt. Die gleiche machen wir hier. Dann machen wir hier nochmal einen Weg rum. So. Okay. Dann wäre die Stadt ein bisschen schöner. Gott, ich hoffe, wir haben jetzt keinen Fehler gemacht hier. Finanziell ist schwierig. Wir bräuchten vielleicht noch mehr von diesen... Was hast denn du gemacht hier? Ich weiß wirklich nicht, warum wir hergekommen sind. Diese Stadt treibt absolut keinen Handel und der Landgang ist extrem langweilig. Hast du eine Macke, Alter? Du kannst dir Wildfleisch kaufen. So, wir können uns doch jetzt hier nicht nur mit Dings über Wasser halten. Wir brauchen immer noch, wie viel? 97 Leute. Wandern neue Leute ein? Ja, da kommen neue. Guck. Oh je. Nee, den Strauß wollte ich nicht. Ich versuche nach Kräften, die Leute mit allem zu versorgen, das sie wollen. Das ist sehr brav. Straußenvögel sind fast unsichtbar, wenn sie ihre Köpfe in den Sand stecken. Aha. Sagt ja der Strauß, weil er nicht gesehen hat. Ja, macht ja Sinn. Warte mal. Hier ist jetzt Silo voll, ne? So, dann bauen wir hier nochmal eins hin. Hauptverkehrsader, glaube ich. Straußenfleisch. Was wollten ihr hier naschen?
Töpferwaren, können wir die herstellen? Ja, dafür brauchen wir Ton. Müssen wir Ton importieren? Ja, können wir Ton importieren? Zeig mal her. Ton, Export, nein, importieren müssen wir, wollen wir. Warte mal, die Weltkarte. Wir haben nach Abdu, wir können nach Perhebet. Verkauft Ton. Machen wir mal. So, dann haben wir noch Abu. Verkauft. Ja, ich weiß nicht, macht das Sinn? Verkauft Holz. Kerma. Eben Holz. Okay, macht das, ist jetzt nicht so geil, oder? Finanziell müssen wir gerade gucken. Wir können aber handeln, nochmal nachschlagen, nachschauen. Ton. Können wir jetzt importieren? Machen wir bis zu 100 Ton. Dann können wir nämlich eine Töpferei bauen. Wo auch immer hier Ton. Ey, warte mal, haben wir da keine Lagerhäuser? Ha. Nee, wir haben da keine Lagerhäuser erstellt, oder? Hoppala. Sollten wir vielleicht in der Nähe vom Handelsdock stellen. Ein paar Lagerhäuser. Lass mal hier unten ein paar Lagerhäuser bauen. So, die Kohle ist gleich alle. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir finanziell auf den grünen Zweig kommen hier. Und dann würde ich sehr gerne etwas Töpferware produzieren. So. 36 Mark haben wir noch. 136 Mark haben wir jetzt. So, da ernten sie wieder hart. Oh Gott, ich glaube, die Silos sind aber doll voll. Also wer hier meckert, dass er nichts zu essen hat, der hat aber ordentlich ein Ding an der Waffel. Das läuft. Guck mal, manche sind grau, manche sind braun. Fruchtbarkeit 64, Fruchtbarkeit 99. Wieso hast du... hallo? 99. Okay, die sind doch im Einflussbereich von dem Dings hier, von dem Wassergraben. Okay. Okay, okay. Oh, guck mal, neue Leute. So, wir müssen ein Fest abhalten. Jetzt sind alle wieder bockig. Wir machen mal für Reh. So. Wir müssen hart auf die Kohle achten. Ey, Leute, ob das was wird, das schauen wir beim nächsten Mal. Ich sag bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben extrem die Stadt nach oben gepusht. Aber irgendwie habe ich Angst, dass das ein Fehler war, die so doll so schnell auszubauen. Wobei, vielleicht auch nicht. Wir müssen mal sehen. Ja, also nahrungsmitteltechnisch müssen wir da gucken, dass wir da mehr Sachen importiert kriegen. Wir müssen generell sehr viel Import treiben, um Sachen zu produzieren, um einen gewinnbringenden Export irgendwie auf die Beine zu kriegen. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Also wir haben Gold, aber es könnte mehr sein. Ne? Ohne diese Goldminen wären wir schon lange weg vom Fenster. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Und rein die Haut.